God said to Jeremiah. Gott sprach zu Jeremia. In Jeremiah 3, the verse number 15. Nämlich in Jeremia 3, Vers 15. He says, I will give you pastors. Ich werde euch Hirten, Pastoren. After my heart. Entsprechend meinem Herzen. That will give you knowledge and understanding. Also das euch, also Erkenntnis beziehungsweise Erkenntnis und Verstehen schenkt. Amen. These are pastors under the dispensation of the ministry of righteousness. Das sind Pastoren und zwar zum Zeitalter unter dem Dienst der Gerechtigkeit. Und so wie Pastor vorhin auch gesagt hat, es ist wichtig, so wie wir schauen in dem Brief von Johannes, es ist wichtig, nicht nur jetzt zum Glauben zu kommen, es ist auch wichtig zu erkennen, was Amen. In uns schon ist. Halleluja. Amen. To give you knowledge. Uns Erkenntnis zu schenken. An understanding. Und Verständnis. Knowledge of what? Erkenntnis worüber? That you have eternal life. Nämlich, dass du ewiges Leben hast. Knowledge that you are righteous. Erkenntnis, dass du gerecht bist. Knowledge that God has already fulfilled all that he needs to fulfill concerning you. Erkenntnis darüber, dass Gott hat alles in dir erfüllt, was er zu erfüllen braucht. So that we acknowledge what has been already given to us. Freely in Christ. Damit wir uns zurechnen, damit wir zu uns zuzählen, was uns schon in Christus freilich gegeben wurde. Amen. Amen. So these things are written. Diese Dinge wurden niedergeschrieben. To them that believes. Und zwar denen, die glauben. That they may know. Damit sie erkennen. That they have eternal life. Dass sie ewiges Leben haben. Glory to God. Amen. Eternal life is the blessing God, you know, promised man. Ewiges Leben ist der Segen, den Gott den Menschen verheißen hat. Amen. The Amen. Ultimate blessing is eternal life. Ja, der größte Segen ist ewiges Leben. That is why Titus 1, the verse number 2 and 3 tells us. Deswegen sagte uns Titus 1, 2 und 3. It says, for God who cannot lie. He promised to us even before the foundation of the earth that we may partake of his life. Nämlich Gott, der nicht lügen kann, hat uns schon verheißen, dass wir Teilnehmer, Teilhaber seines Lebens sind. Amen. Amen. God has promised that we will partake of his life. Also Gott hat verheißen, dass wir Teilhaber seines Lebens sind. And his life is in his son. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. So he who has his son, derjenige, der seinen Sohn hat, has life. Hat auch Leben. So the whole scriptures, also die ganzen Schriften, until the gospels, bis zu den Evangelien, was there to make us believers. Sie waren nur dort, um uns zum Glaubenden zu machen. And so as believers, nun als Glaubende, because we believe in his death, burial and resurrection, weil wir glauben an seinem Tod, an seiner Bestattung und seiner Auferstehung. So his triumph over death, also sein Sieg über den Tod, over sin and disease and poverty, über Sünde, über Krankheit und Armut, has brought us to a living hope. Hat uns zu einer lebendigen Hoffnung gebracht. What is that living hope? Und welche lebendige Hoffnung is ist das? Christ in you. Also die lebendige Hoffnung ist Christus in uns. The hope of glory. Nämlich die Hoffnung der Herrlichkeit. It's not saying that you will be hoping to be glorious. No. Also hier ist die Aussage nicht gemeint, du erwartest irgendwann mal herrlich zu sein. Nein. Christ in you, er sagt, Christus in dir. Is the glory of God. Das ist die Herrlichkeit Gottes Because in dir. Because Christ is the glory of God. Denn Christus ist die Herrlichkeit so Gottes. The hope of the glory of God, also die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes is Christ in you. Ist Christus so in dir. Everything about you, also alles um dich herum is already established, ist schon gegründet, is already fulfilled, ist schon erfüllt. Your riches is already established. Deine Reichtümer sind schon gegründet. Your dominion over sin is already established. Deine Herrschaft über die Sünde ist schon gegründet. Your righteousness is already established. Deine Gerechtigkeit ist schon gegründet. Your holiness is already established. Deine Heiligkeit ist schon gegründet. Because glorification comes. Denn Verherrlichung kommt only after Jesus Christ has to sit
Und zwar nachdem Jesus Christus auferstanden ist und nur zu sitzen braucht. So that means that he has finished his work. Das bedeutet, mit diesem Sitzen heißt, er hat sein Werk vollendet. So now he is in a place of rest. Nun ist er in einem Ort der Ruhe. So God will not glorify him. Also Gott wird ihn nicht erneut verherrlichen. Until he finishes the task with which he was sent to do. Bis er den Auftrag, womit er beauftragt wurde, erfüllt hat. But we understand through the revelation that the epistle gives to us that what Jesus Christ did was he was not doing it as a particular man. He was not doing it as a singular person. He was doing it with us. So when he died, we died with him. When he resurrected, we resurrected with him. When he ascended, we ascended with him. When he sat at the right hand of God the Father, with all the glory that the Father bestowed upon him, we are glorified in him. Hallelujah. Amen. We are glorified in him. In other words, all that needs for us to walk in life has been fulfilled. So it's not a hope that has to do with expectation. It's a hope which is an actuality. Amen. So whenever we come before, you know, any sort of preaching under the ministry of righteousness, God is letting you know what is already in you. Hallelujah. Amen. Und dementsprechend ist es wichtig auch zu sehen, dass Jesus Christus, was er getan hat, und zwar durch die Offenbarung der Briefe, die Offenbarung der Briefe im Neuen Testament, ist es so, dass das, was Jesus getan hat, seine Werke, er tat es nicht als Einzelner, sondern er hat es mit uns getan. Er wurde mit uns gekreuzigt, er ist mit uns gestorben und wir sind mit ihm auch bestattet und wir sind mit ihm auferstanden, wir sind mit ihm in den Himmel gefahren, wir sind mit ihm am Sitzen zur Rechten des Vaters. Das bedeutet, die Herrlichkeit, die Gott Christus zu oder bei ihm ist, ist genau die Herrlichkeit, die wir heute haben. Und deshalb ist es wichtig für uns, das zu verinnerlichen, das zu eigen zu machen, damit, egal was wir durchmachen, wir sind in der Lage, siegreich zu kommen. Und das bedeutet auch, wenn wir irgendwo sitzen und wir hören die Predigt oder wir hören die Lehre, und zwar aus dem Dienst der Gerechtigkeit, aus dem Dienst des Geistes, was tun wir da? Wir hören nur das, was in uns schon erfüllt ist. Wir hören nur das, was Gott in uns schon vollendet hat. Denn als Jesus saß, er saß nicht nur, weil er müde war, er saß, weil alles, was Gott vollbringen, vollenden möchte, er hat es getan in Christus Jesus. Amen. Amen. Christ in you. Christus in dir. The hope of glory. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und zusätzlich ist zu verstehen, dass die Hoffnung der Herrlichkeit ist nicht irgendwas zu erwarten. Ich werde irgendwann mal herrlich. Nee, im Gegenteil. Die Hoffnung der Herrlichkeit bedeutet, dass das ist meine Wirklichkeit jetzt. Ich bin jetzt herrlich. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So our hope today, unsere Hoffnung heute is not an expectation. Ist keine Erwartung. Our hope is a fulfillment. Also unsere Hoffnung heute ist eine Erfüllung. So that is why our hope comes from his glorification. Und deshalb ist unsere Hoffnung aus seiner Verherrlichung entstanden. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Under the ministration of Moses, also unter dem Dienst Mose, they were expecting God to do something. Also man erwartet von Gott etwas zu tun. Amen. Amen. Halleluja. Amen. But under the ministry of the Spirit, doch unter dem Dienst des Geistes, God is revealing to us what he has already done. Also Gott zeigt uns, er macht uns bewusst, und zwar über das, was er schon getan hat. So your hope then changes. Also so ändert sich deine Hoffnung. It's not something which you are expecting to have. Also deine Hoffnung ist nicht mehr etwas Künftiges, was geschehen soll. I will have eternal life. Ja, ich werde irgendwann mal ewiges Leben haben. I will be righteous. Ja, ich werde irgendwann mal gerecht sein. No. Überhaupt nicht, auf keinen Fall. You are. Du bist gerecht. Halleluja. Amen. That is Christ in you. Denn das ist Christus in dir. The hope of glory. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Thank you, Father. Aber Vater. So when we see God through the face of Jesus Christ. Und deshalb, wenn wir Gott sehen, wenn wir Gott schauen, und zwar durch das Angesicht Christi.
There is a revelation of who we are in him. Also es gibt eine Offenbarung, und zwar von dem, wer wir sind in ihm. How God sees us today in Christ. Also wie Gott uns betrachtet heute in Christus. Amen. Amen. This is so important. Denn das ist sehr wichtig. Now we're talking about in Christ here. Heute und hier sprechen wir über in Christus. The way God sees us in him. Die Art und Weise, wie Gott uns betrachtet in so Christus. In order for us to be a believer, damit wir Glaubende sind, we must believe that we are in him. Müssen wir glauben, dass wir in ihm sind. So when we believe that we are in him, wenn wir glauben, dass wir in ihm sind, then he begins to reveal that which he has already given to us in him. Und so fängt er an, uns zu zeigen, uns bewusst zu machen, was er uns alles schon gegeben hat in ihm. Glory be to God. Ehre sei Gott. In 1 Corinthians 15, the verse number 34. Wir schauen uns 1. Korinther 15, Vers 34 an. Paul says, awake to righteousness and sin not. For some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht, denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Now this is a cure for sin here. Also das hier ist wirklich das, also die Lösung für Sünde. Amen. Amen. If you're walking in sin, wenn du in der Sünde wandelst, if you are powerless before sin, wenn du kraftlos bist vor der Sünde, now Paul says, awake to righteousness. Paulus sagt, werde nüchtern zur Gerechtigkeit. In other words, righteousness is there already. Das bedeutet, die Gerechtigkeit ist schon vorhanden. But in righteousness you're still sleeping. Doch du schläfst in deiner Gerechtigkeit. In the midst of the new dispensation. Ja, inmitten des neuen Zeitalters. The ministry of the Spirit. Der Dienst des Geistes. We're still sleeping. Wir schlafen immer noch. He says, awake to righteousness. Ja, also werde nüchtern zur Gerechtigkeit. Because God has ushered in righteousness today. Denn Gott hat uns die Gerechtigkeit eingeführt. And this righteousness is in his son Jesus Christ. Und diese Gerechtigkeit befindet sich in seinem Sohn Jesus Christus. It is the righteousness of Christ that we partake. Nämlich, das ist die Gerechtigkeit Christi, woran wir teilhaben. And so when our eyes are focused on Jesus. Dementsprechend, wenn unser Augenmerk auf Christus gerichtet ist. We awake. Was geschieht mit uns? Wir werden nüchtern. Halleluja. Amen. So when we awake, wenn wir nüchtern sind, we then realize that sin has no dominion over us. Dann stellen wir fest, dass die Sünde keine Macht über uns hat. Amen. Amen. Sickness has no dominion over die us. Die Krankheit hat keine Macht über poverty uns. Has no dominion Armut over hat us. Keine Macht über uns. Glory be to God. Ehre sei Gott. So we are called to awake to righteousness. Und deshalb sind wir berufen worden, nüchtern zu sein zur Gerechtigkeit. Because that is what God has given to us today. Denn die Gerechtigkeit ist genau das, was Gott uns geschenkt hat heute. Romans 1, the verse number 17. Also Römerbrief 1, Vers 17 gibt uns diesen Hinweis. In Romans 1, the verse number 16. Ab Vers 16. He said that the gospel, Paul says, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Denn da drückt sich Paulus so aus, nämlich des Evangeliums Jesu Christi schäme ich mich nicht. For it is the power of God unto salvation. Denn dieses ist die Kraft Gottes zur Errettung. First to the Jews, als erstes zum Juden hin, and then to the Gentiles, und dann zu den Nichtjuden. Then he said, und dann erklärte er, in the gospel, nämlich im Evangelium, the verse 17, Vers 17, he says, therein, im Evangelium, is the righteousness of God revealed. Gibt es die Gerechtigkeit Gottes, die gezeigt wird. Amen. Amen. So in the gospel, im Evangelium, is the righteousness of God. Ist die Gerechtigkeit Gottes. So the content of the gospel is the righteousness of God. Also der Inhalt des Evangeliums ist Gottes Gerechtigkeit. And so when this gospel is preached, also jedes Mal, wenn das Evangelium gepredigt wird, is for you and I to awaken to its content, ja, which is righteousness. Die Predigt des Evangeliums ist nur für uns da, damit wir wach werden zu den Inhalt des Evangeliums, nämlich zur Gerechtigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Amen.
Righteousness simply means, Gerechtigkeit heißt einfach, I've said it many times here, das habe ich viele Male hier schon erwähnt, Righteousness Gerechtigkeit is equal to likeness. Gleicht Ähnlichkeit. Amen. Amen. That is why the psalmist says, I will awake with your likeness. Ja, deswegen sagt er der Psalmist, nämlich, ich werde mit deinem Bild, ich erwache zu deinem Bild. Amen. Amen. So when we see Jesus, wenn wir Jesus sehen, we continue to see Jesus, und wenn wir Jesus weiterhin we sehen, will awake with his likeness. Was geschieht mit uns? Wir erwachen zu seinem Bild. Amen. Amen. So when we awake in his likeness, und wenn wir zu seinem Bild wach werden, we will realize that sin has no dominion. Dann stellen wir fest, oh, die Sünde hat gar keine Macht über uns. We will realize that the things that we think were things which are on our life has no power. Dann stellen wir fest, Dinge, die wir gefürchtet haben, die Vollmacht über unser Leben haben, die haben nichts über uns. Glory be to God. Ehre sei Gott. So the call that the Spirit of God is placing on you and I today. Also der Ruf des Geistes, und zwar zu dir und zu mir heute, is that we awake to righteousness. Ist, dass wir zur Gerechtigkeit nüchtern werden. Glory be to God. Amen. So when we awake to righteousness, wenn wir zur Gerechtigkeit nüchtern sind, we walk in the blessings of God. Dann wandern wir in den Segnungen Gottes. So Paul tells us in 2 Corinthians 3, the verse 18. In 2. Korintherbrief 3, Vers 18 sagte uns Paulus. He says, today with open face. Heute mit aufgedecktem Angesicht. With open face today. Heute mit aufgedecktem Angesicht. We behold as in a mirror. Schauen wir wie im Spiegel the glory of the Lord. Die Herrlichkeit des Herrn. And so we are changed from glory to glory. Und durch diese Betrachtung der Herrlichkeit des Herrn werden wir verwandelt, und zwar von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So we behold the glory of God. Wir schauen uns die Herrlichkeit Gottes an. And we are changed from glory to glory. Und durch unsere Betrachtung werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Now look at how Paul makes it. Also schau dir das mal, also diesen Satzbau von Paulus an. He says, with open face as in a mirror. Nämlich mit aufgedecktem Angesicht wie im Spiegel. We behold the glory of God. Schauen wir die Herrlichkeit Gottes now, an. Now what is God saying? Also was ist Gottes Aussage hierbei? God is telling us that the glory of God is the mirror of who we are. Nämlich dass die Herrlichkeit Gottes der Spiegel dessen, wer wir sind, ist. So when we behold the glory of God, also wenn wir die Herrlichkeit Gottes anschauen, we are changed, werden wir verwandelt from glory, und zwar von Herrlichkeit to glory, zur Herrlichkeit. Now he's talking about two glories here. Hier spricht er über zwei Herrlichkeiten. He's talking about two ministries. Er spricht über zwei Diensten. Now he's not talking about what we always think that the glory of God is progressive, so I move from one glory to another. No, he's talking about the glory of Moses, the glory of the ministry of death, and the glory of the ministry of the Spirit. So when we behold the face of God in the person of Jesus Christ, we are changed into the same glory. In other words, we awaken to the fact that we see ourselves now in the mirror. So the glory of God is the mirror. So when you see the glory of God, you are seeing the reflection of yourself. So you and I today, we are the glory of God. Amen. Hallelujah. Amen. So we are no more defined by the glory of Moses, but we are defined by the glory of Christ. Amen. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, dass was hier gemeint wird, dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ist nicht so, wie wir denken, naja gut, also heute habe ich die Herrlichkeit des Betens, morgen habe ich die Herrlichkeit des Wortes und übermorgen kann ich Hände auflegen, so ist es nicht gemeint. Im Gegenteil, beide Herrlichkeiten beschreiben zwei Dienste. Das heißt, wenn ich in die Herrlichkeit Gottes schaue, wie im Spiegel, was sehe ich? Und vorhin sagten wir, dass die Herrlichkeit Gottes Jesus Christus ist. Was sehe ich? Dann sehen wir unsere Spiegel. Wir sehen, wer wir sind. Und das bedeutet, dass wir von der Herrlichkeit Mose einfach mal verwandelt werden. Wir werden davon weggenommen zur Herrlichkeit der Gerechtigkeit, zur Herrlichkeit Christi. Wir gehen von der Herrlichkeit des Dienstes des Todes zu der Herrlichkeit des Dienstes der Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass unser Denkweise, dass unser Bewusstsein und alles, was uns ausmacht, einfach weg
von diesem Tun, um zu sein, wir kommen dann zu dem Punkt, wo wir sind, und zwar entsprechend Gottes Aussage. Amen. Amen. Halleluja. Amen. It says we are changed. Wir werden verwandelt, heißt es hier. We are transformed. Wir werden verändert. To the same image. Nämlich zum selben Bild. From glory to glory. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So God is not trying to say that he's changing you. Also Gott versucht nicht zu sagen, ich verwandle dich. God, this in this, you know, this expression, God is trying to say that you are awakened to your real image. Sondern durch diese Bibelstelle drückt Gott dir nur aus, dass du wachst auf zu deinem wirklichen Bild. Amen. Amen. You are the glory of God. Du bist die Herrlichkeit But Gottes. It doesn't yet appear as so. Ja, auch wenn es körperlich noch nicht so erscheint. But as long as we look unto Jesus, doch solange wir auf Jesus schauen, as long as our eyes are focused on Jesus, solange unser Augenmerk Jesus ist, we are changed to the same image. Wir werden verwandelt zum selben Bild. We are waking to his righteousness. Wir wachen auf zu seiner Gerechtigkeit. All the claims that he has before the Father. Also alles, was er beansprucht vor dem Vater. His position before the Father. Seine Stellung zum Beispiel vor dem Vater. His authority, seine Vollmacht, his power, seine Kraft, all that he has, alles was er hat, even his name, sogar sein Name. Halleluja. Amen. So when we begin to see Jesus, wenn wir anfangen Jesus we zu sehen, are awakened. Dann wachen wir auf. And then we realize that sin has no power. Und dann stellen wir fest, die Sünde hat gar keine Kraft. We realize that poverty has never been associated with us. Und dann stellen wir fest, dass wir waren noch nie mit Armut verbunden. We realize that we've been walking a false life. Dann stellen wir fest, wir haben ein falsches Leben geführt. Because we identified ourselves to the glory that came out of Moses. Warum? Weil wir uns identifiziert haben, und zwar mit der Herrlichkeit, die aus Mose entstanden ist. Hallelujah. Amen. Today, heute, we are under the ministry of the Spirit. Sind wir unter dem Dienst des Geistes. And the ministry of the Spirit is revelation. Und der Dienst des Geistes heißt Offenbarung. So the Spirit is not adding anything to the work of God. Also der Geist fügt nichts Neues hinzu zum Werk Gottes. Jesus said, wenn Jesus sagte, that when the Spirit will come, dass wenn der Geist kommen wird, the Spirit of truth, nämlich der Geist der Wahrheit, he will take that which belongs to mine, er wird das, was mir gehört, nehmen, and he will reveal it to you, und er wird dir das zeigen, he will show it to you, er wird dir das offenkundig machen. So the Spirit doesn't add to the work of redemption. Das bedeutet, der Geist fügt nichts zum Werk der Erlösung hinzu. The Spirit revealed to us that which Jesus Christ has accomplished. Im Gegenteil, der Geist zeigt nur das, was Jesus Christus erzielt hat. The position that he has brought us in. Ja, die Stellung, worin er uns gebracht hat. The authority that we possess today. Die Vollmacht, die wir heute besitzen. The rights that we have before the Father. Die Rechte, die wir vor dem Vater haben. The Holy Spirit reveals them to us. Der Heilige Geist zeigt uns diese. So that is why we need knowledge. Und deshalb brauchen wir Erkenntnis. So those who are believe, diejenigen, die schon geglaubt haben, we need to know. Wir brauchen zu erkennen, that we have the life of God. Nämlich, dass wir das Leben Gottes haben. We need to know, wir brauchen zu erkennen, that we are the righteousness of God. Dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. We need to know, wir brauchen zu erkennen, that we are the glory of God. Dass wir die Herrlichkeit Gottes sind. We need to know, wir brauchen zu erkennen, that we are God's riches. Dass wir Gottes Reichtümer sind. So God is not doing something in terms of addition. He's doing something in terms of taking the veil that has veiled us from his glory out of our faces, out of our mind, so that we awaken to the rightness, the position of rightness that he has placed us in Christ Jesus. Amen. So that we will walk in dominion. Hallelujah. Amen. We need to see that which God sees concerning us. Amen. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, dass Gott tut nicht Neues, indem er zu seinem erlösenden Werk etwas hinzufügt. Im Gegenteil, was er tut ist, er nimmt den ganzen Decke, die ganzen Schleier, alles was an Schuppen, alles was die Augen bis jetzt bedeckt hat, damit wir erkennen können, damit wir sehen können, was er schon
getan hat, was er schon vollendet hat in Christus. Und durch das Sehen, was tun wir? Wir sind in der Lage, das zu beanspruchen. Wir sind in der Lage, das zu eigen zu machen. Wir sind in der Lage zu sehen, dass so wie er ist, so sind wir. Und deshalb ist es wichtig, dass der Dienst des Geistes heute ist, uns zu zeigen. Und unsere Aufgabe ist zu sehen. Halleluja. Amen.